Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved zusammen mit Drake. Hi. Und wir probieren es mal mit Danny Thatch abzubauen. Genau, mal schauen, wie viel er da rausbringt. Ja! Wunderbar! Das waren Bären! Ja, so viel ist es jetzt nicht, ne? Nee, das war überhaupt nichts. Ja. Der ist auch hauptsächlich eben zum Bärenfarmen da. Ne, ich glaube, der kann, glaube ich, besser ich einmal losziehen. Genau, genau. Okay, dann bringe ich ihn. Ja, du kannst ihn ja jetzt hier lassen, während du... Ja. Ja. Hätte ja sein können, dass er da auch mehr bekommt. Ja, aber du sagtest schon, dass wahrscheinlich eher mit Mammut, glaube ich, besser, ne? Mit Mammut ist dann Holz, ja. Also nicht Thatch, sondern Holz. Oder mit, ja genau, irgendwas. Genau. Ja, da bekommt man dann auch richtig viel Holz. Auf einen Schlag, so. Gut, es ist natürlich immer praktisch, so eine Stelle zu haben, wie wir jetzt hier haben, mit vielen Bären oder beim Mammut mit vielen Bäumen, dass er gleichzeitig mehrere auf einmal umhaut. Mhm. Das ist dann immer praktisch. Na, hier hat man ja auf jeden Fall genug Bären. Hier ist es richtig gut zum Bärenfarmen, ja. Dann diese Waldstellen, wo richtig dichter Wald ist, da sind meistens auch ganz viele Bären am Boden. Mhm. Ungefähr genauso wie hier. Von daher ist es, sammelt man mit das Mammut sammelt auch Bären, nebenbei bemerkt, sammelt man mit Mammut dann alles. Holz und Bären. Ja, aber ich denke, hier haben wir schon eigentlich eine ganz gute Stelle. Ja. Die habe ich gerade schon wieder rausgeklickt. Das ist echt zum Heulen. Ich mache eigentlich gar nichts. Ja. Das kann manchmal sein, dass es jetzt wegen der Skype-Übertragung ist, aber es ist noch verkraftbar. Ja, mit Mammut muss man dann eher aufpassen, dass man nicht, wie hier jetzt auch, zu viele Bären mit dem... die nur einsammelt, weil sonst ist man sofort überladen. Mhm. Ja, das ist extrem viel, was du einsammelst. Ah, ich habe einen Stone nicht dabei. Thatch. Ja. Ich werde mir noch ein bisschen Holz und dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir dann erst nochmal was. Aber wir können ja gleich erstmal ein paar Dinger machen und dann sehen wir ja, wie viel wir dann ja noch brauchen. Ja, Holz werden wir dann auch noch brauchen, weil wir brauchen ja auch was zum Anbrennen von dem von der Schmelze. Hm. Von daher, ja. Nimm das schon mal. Ja, ich kann jetzt schon fast gar nicht mehr, sonst ist Danny auch überladen. Hm. Na, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Muss ich halt notfalls gleich nochmal. Ja. Ja, wenn man dann jetzt an die Schränke, oder ja, die Schränke ist gut. Wir bräuchten jetzt dann ein paar, damit wir erstmal das Zeug übertragen können und unser eigenes Inventar auch ein bisschen leichter wird, damit wir das Zeug da reinschmeißen. Ja, müssen wir jetzt erst nochmal so ein bisschen umsortieren. Ja. Oh, dehydrated. Muss ich gleich auf jeden Fall nochmal neues Wasser. Mhm. Gut, jetzt mit den großen Schränken ist es natürlich nicht mehr so einfach, das Zeug zu benennen. Da muss man jetzt gleich mehrere Sachen auf einmal hinschreiben. Ja, aber... Ja. Im Normalfall hast du ja nicht so viel von einer Sache, dass du eine ganze Kiste voll machen könntest. Ja, und ich kann auch, gut, zum Beispiel Thatch und Holz, das kann ich auch zusammenpacken und das kann ich auch irgendwie noch zusammen mit Flint dann irgendwie drüber packen, wichtiges Rohmaterial oder so. Genau. Wahrscheinlich nur Rohmaterial. Das kann man ja ruhig zusammenpacken, weil davon werde ich jetzt nie so viel haben, jetzt wie beispielsweise das Fiber, denke ich mal nicht. Ja, ich meine, du hast 50 Plätze, 50 Slots in dem großen Schrank. Da kannst du eigentlich alles zusammenpacken, was du so an Ressourcen, an Rohressourcen hast. Mhm. Doch gleich schon wieder dunkel. Mhm. Klappe.
Dieser Loki aber auch. So. Die müssen auch alle gleich irgendwie ein Level up haben. Mhm. Ja, wenn Loki mal zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dann macht er sich gleich bemerkbar. Das ist unglaublich. Disable. Was zum Henker, Danny? Ja, ja, stell dich in Loki rein, das ist großartig. Ich glaube, Audrey müsste sein. Für die Zuschauer auf YouTube. Hm? Ja, die Fackel meine ich. Oh, selbstverständlich. Konnte ich das vergessen. Ich hätte mir eigentlich gerade noch einen Stein mitnehmen können. Dann hätte ich, ich sollte mir sowieso allgemein das ganze Zeug mal mitnehmen, weil sonst kann ich ja gar nicht craften. Ja, das wäre vielleicht wäre gut. So, warte, nehme ich mir erst nochmal einen Stein, den Audrey hat. Ja, und Holz hat sie, glaube ich, auch. Ja, Holz hat sie auch. 50 war es für einen Schrank. So, dann mache ich erstmal den hier. Das wird voll. Aber ich habe jetzt noch, ich habe noch Fiber, ich habe noch Thatch. Damit probiere ich es jetzt erstmal, wie weit ich damit komme. Ja. Und dann ziehen wir langsam aber sicher um. Mhm. Beziehungsweise ich muss ja noch. Water ist nur 7. Ich esse mal ein paar Beeren. Ja. Im Moment brauche ich echt viel Wasser. Ja, das ist, weil dir warm ist. Ich zieh mal die 100 Tinterberries. Bist du jetzt so schwer, dass du nicht laufen kannst? Doch, ich habe gerade Beeren gegessen. So. Kannst ja nochmal auch während dem Essen laufen. Ja. Nein, alles gut. Dann gehe ich auf jeden Fall auch gleich nochmal das Wasser auffüllen. Gut, das ist halt das Einzige an der neuen Stelle. Ich komme jetzt nicht ganz so schnell an Wasser wieder vor, aber... Ja, wenn wir jetzt dann erstmal das grundlegende Zeug haben, was wir jetzt brauchen, diese Metallsachen... Wo wir dann jetzt... Wo bin ich hier? Du läufst im Kreis. Wo ist denn... Da drüben? Da ist er. Ja. Ja, dann können wir diese Steinleitungen machen. Dass ich dann Wasser ab. Gibt es denn auch so ein Brunnen dann? Brunnen an sich nicht. Aber dann müsste ich das eher hier raufbauen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das funktioniert. Nee, du kannst entweder so ein Wasserreservoir machen, da ist halt dann so und so viel Wasser drin und wenn es regnet, füllt sich das auf. Es regnet! Wo wir gerade von Regen sprechen, genau. Das kommt regnet. Immer total passend, wenn ich was zu trinken brauche. Das ist großartig. So. Lass mich mal sehen, wie viel kann ich denn da machen? Einen, großartig. Hab ich dir gesagt, du brauchst 50 Holz für einen. Okay, dann muss ich gleich auf jeden Fall Holz farmen gehen, weil so viel, glaube ich, habe ich nicht. So. Ja, da kommt vielleicht nochmal eine Tür hin. Fangen wir erstmal hier an. Also nicht an die Seite vom Wasser bauen und... Dann die, wo du noch die Türen machen. Ich weiß gerade nicht mehr. Was? Na, passt schon. Warte, dann mach ich mal kurz hier das Holz so, da rein. Zu deinem Wasser jetzt. Also du kannst entweder so ein Reservoir bauen, wo dann, wenn es regnet, das aufgefüllt wird. Und dann kannst du auch nur 2 von deinen Trinkbeuteln auffüllen, dann ist das Ding leer. Ach so. Ja, ist nicht ganz so praktisch. Die andere Lösung ist eben eine Pumpe über diese Wasserleitungen hier hoch und dann oben so ein
Wasserhahn, sage ich mal. Dann fließt da dauerhaft Wasser raus. Da kannst du dann von trinken. Unten drunter kannst du ein Feld setzen. Das ist dann auch immer bewässert. Oh, und dann passt es. Und kannst auch deine Sachen natürlich auffüllen, deine Trinkbehälter. Ich brauche auf jeden Fall noch Holz. Naja, du kannst jetzt auch erstmal viel da reinschmeißen. Na, auch wieder war Weil das sind zwei jetzt Stück. 100, ja, das sind jetzt 100 Slots, wo du frei hast. Ich glaube, ich Ja. Du hast das wirklich drauf, da ne? bin ich. Das ist Vielleicht sollten wir Schilder hinsetzen. Da lang, da lang. so. Jetzt sieht doch näher an. Ne? Was? Ich meinte halt, dann kann man mehr hinstellen. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist Aber du hast egal. ja auch ein Riesenhaus, von daher. Ja, notfalls kann ich auch noch anbauen. Genau. Okay. Gut. Fangen wir an. Machen wir schon mal Holz. Oh, dann könntest du sogar noch einen dritten Schrank bauen. Oder? Oh Ich glaube ja. schon. Dann baue ich, einen baue ich noch. Ja. Habe ich zwar kein Holz mehr, so gut wie keinen mehr, aber da. So, ja, super, ein Holz. Ich habe kein Holz mehr. So. Komm hier. Das ist prinzipiell alles in eins machen können, die ganzen Rohmaterialien in eins. Halt. Ja gut, Fiber, glaube ich. Fiber kriegt ein extra Ding. Dann hättest du auch da rein. Also du hast richtig viel Platz und im Nachhinein kannst du dann immer noch umsortieren, wenn du wirklich merkst, ja, das reicht nicht. Aber ich denke schon, dass es reichen wird für die erste Zeit. Gut, dann wäre es auch gerade nochmal das Narkotik rein. Dann kann ich auch schon mal aus. Ja gut, die Ordel, die kann jetzt nochmal gerade die Steine behalten. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber er hat ein Level up. Hat er jetzt? Ja. Stamina oder Gewicht, würde ich sagen. Oder wir machen noch einmal Health. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt viel kämpfen wird, weil er Nee. hauptsächlich zum Farmen ist. Deswegen würde ich sagen, Stamina oder Ich würde ihn eher Weight nehmen. Ja, dann machen wir mal. Ja, steigt Okay. leider nicht so stark. Okay, ich mache jetzt erst schon mal, nehme ich hier schon mal alles raus, Ja. was er hier im Moment hat. Was kann ich denn schon mal da rein? Die Seeds, die können auch weg. Ja, ich würde vielleicht nochmal die Seeds behalten, zumindest. Da gibt es ja auch solche speziellen Samen, wenn du die halt ja, in diesem Garten einpflanzt, Okay, jetzt sind die einen spezielle Seeds weg. Früchte zum Kochen oder zum Zähmen bekommst. Na gut, dann Sind sind vielleicht die. später noch hilfreich, ich weiß nicht. Dann sind die einen Seeds jetzt weg. Ja, das macht nichts, das waren glaube ich eh normale. Ja, das waren normale. Ja. Na gut, dann packen. Ja gut, dann kommen die Seeds auch noch mal gerade mit. Also Die liegen ja nicht viel, Mangold, 0,04. Stoneberry, Narcoberry, Tittleberry, Rare Seed, Severod Seed, Mejaberry Seed, Zitronen-Seed. Seed. Ja. Das war's. Jetzt sind eigentlich nur noch Beeren und das Ei. Genau. Okay. Ja, Loki hat sowieso nur Fleisch. Die Steine kann ich im Moment nicht mitnehmen. Na, Genau. na, laufe ich richtig? Und Hey! ja. Und Hey! diesen Kühlschrankverschnitt, wo wir machen können. Also den können wir schon skillen, theoretisch. Könnten wir, aber ich glaube nicht, dass wir es jetzt unbedingt brauchen. Da musst du noch Spark Powder mit reinschmeißen. So als Konservierungsmittel quasi. Und dann hält alles, was du reinschmeißt, 10-mal länger. Okay. Ja, das ist der Effekt. Ich mal die Seeds mache ich mal extra, die will ich da jetzt nicht
Ja. Dem ganzen anderen da reinschmeißen. So. Dann können wir jetzt langsam anfangen, umzusatteln. Jo. Jetzt bin ich gerade zum Überlegen. Ich glaube, es wäre logischer, wenn ich da mit Danny mitgehe. Na, vielleicht Audrey, die ist ein bisschen schneller. Da würde ich aus Audrey das Zeug rauspacken, oder? Weil die hat auch 200 irgendwas, wo sie tragen kann, glaube ich. Ah ja. 270, also nicht... Ja, jetzt sind es 100 weniger als Danny, aber trotzdem, Audrey ist halt viel schneller als Danny, wegen der Ausdauer. Dann kriege ich da jetzt gerade noch die Steine, die nehme ich gleich wieder aus ihm raus. Dann kann ich da auch gleich noch mal... Ach nee, ich habe jetzt gerade noch den mit Wasser. Genau. Ja. Und dann, ich muss sowieso auch noch mal einmal zu Fuß hin. Wegen genau. Lulu Donna. Und ja. Donna. Genau. So, und wenn wir den Umzug geschafft haben, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal nach dem Kroko. Mhm. Der dürfte auch Bären sammeln können, glaube ich. Ich weiß, bin mir nicht sicher. Na gut, das ist nicht so. Aber ich glaube nicht so viele. So, dann mal schauen, was wir noch alles Schönes haben. Ah, das Stamina von Audrey hält aber schon ganz schön. Mhm. So. Ja. Ihr habt daraus sicher ein Level up. Mit Sicherheit, ja. Nicht checken, nein. Nee. Nicht? What the fuck? Wir waren doch schon so lange. Ist Level 23, aber du, Lulu muss ein. Lulu nee, hat auch keins. Was zum Henker? Aber Lulu hat 12 Spoiled Meat. Ja. Nur. Okay. Dann gucken wir jetzt mal. Also. Stones habe ich. Ach, hier sind noch 19 Narkotik. Hab ich doch gewusst, dass wir noch was haben. Also, das nehme ich mit. Dann kann ich auch die Stone. Dinger mitnehmen. Ja, genau, diese. Die ja, warum nicht? Ja, ja. Die Pinsel auf jeden Fall auch. Warum brauche ich denn einen Pinsel? Ja, da kannst du was anmalen. Ja, wow. Na gut, dann brauche ich nicht skillen, ne? Genau, deswegen. Die Stones nehme ich mit. Lass meine Audrey in Frieden. So. Das andere kann ich selber tragen, wobei die Speere sind jetzt auch schon heftig, aber die kann ich notfalls noch selbst tragen. Mal schauen, was wir sonst noch haben. Dann würde ich sagen, haben wir hier aus der Kiste eigentlich alles raus, das andere brauche ich nicht. Ja. Das ist jetzt eigentlich... Oh, meine Kinderin, da haben wir glaube ich nicht so... Noch Speere und noch einen zweiten Bogen. Wunderbar. Hier müsste eigentlich nichts mehr drin sein, genau, da war nichts. Mal die hier. Oh ja, hier ist das... Genau, da sind die wertvollen Sachen was? Drin. Genau, nochmal Stone. Ja. Das brauche ich nochmal, das nochmal... Ja gut, die zwei Thatch, Na, den Rest brauchst du nicht mehr. Und die Thatch kannst du noch mitnehmen, wir sind jetzt 0,04. Ja, da muss... Kann mich nicht bewegen. Ja, da schmeiß ich wieder was rein. Das sind die Steine. Ja, ich muss ja jetzt kriegt wieder... Da mal ein bisschen... Dann kriegt Audrey... Audrey kriegt höchstwahrscheinlich dann die ganzen Steine. Ja. Wahrscheinlich muss ich dann vielleicht zweimal laufen, muss man mal gucken. Gut möglich, ja. Aber bis jetzt ist sie noch nicht so voll. Steine. Den Bogen und die Pfeile noch. Und die Steinsachen, würde ich sagen. Die Pipes meinst du? Ja. Die sind jetzt auch nicht so schwer, aber... So, machen wir erstmal das. Und dann hole ich gleich noch aus der Kiste hier die restlichen Steine. Das andere brauche ich nicht. Okay, dann gucken wir mal hier. Brauche ich nicht? Brauche ich das Metall noch? Genau, das brauchen wir, das ist wichtig. Das brauche ich auch nicht. Das Keratin? Ja, Charcoal. Das
Ja, das ist zum Schießpulver herstellen. Powder. Das ist auch richtig. Blueprint Note. Ja, nimm's einfach mal mit. Ja. Das wiegt ja nichts. Aber Flint, ja. Hide. Schlafsack. Das ist alles eigentlich. Meinst du? Ja. Nur gut. So. So, also. Charcoal. Das. Das andere kann ich selbst tragen. Ach. Oh ja. Gott. Lässt er dich wieder nicht vorbei. Unglaublich. So, müssen wir aus der Kiste jetzt alles? Genau, da hatten wir jetzt alles. Hier. Campfire. Ja. Oh, noch ein Schlafsack. Ja, warum? Ja, ich habe noch das. Soll ich den nochmal mitnehmen? Ja, dann hast du zumindest noch einen Respawn-Punkt. Der Meiersattel. Ja. Ja, da ist auch noch was, deutlich noch was drin. Mhm. Das macht mich nervös, wenn der Trieke hier lang. Ja, übrigens, entweder du läufst dann hoch oder du steigst auf. Da müsstest du aber, glaube ich, langsam aufsteigen, weil sonst ist er auch zu schwer zum Laufen, wenn du drauf bist. Dann mache ich das jetzt nochmal gerade und dann müssen wir nochmal ein zweites Mal kommen. Ja, der Sattel, der wiegt auch 20. Der wiegt viel, ja. Das noch. Jetzt probier ich's mal. Den Sattel bräuchte man vielleicht auch nicht unbedingt. Oh. Ja, genau, habe ich mir wieder. Okay. Dann folgt mir mal. Okay, ja. Oh, das ist ein Ei. Ja. Ja, da müssen wir ein zweites Mal nochmal hinkommen. Aber gut, ich muss einmal... Ja gut, wir müssen auf jeden Fall noch einmal mit Audrey, weil da sind auch noch so viele Steine. Genau. Ja, und dann könnte man theoretisch die anderen... Weil jetzt müssen wir wahrscheinlich dann eh nur noch so das letzte Mal runter. Können wir die zwei anderen Dinos auch noch mitnehmen. Ja. Oh, da ist ein grüner Strahl, ne? Ja, ist der da oben ist drauf? Der unten? Ja, ist da unten? Ist die Frage. Ich glaube, der ist aber unten. Ja, da könnten wir eigentlich auch schnell dann noch hingehen. Ja. Aber da ist bestimmt wieder was Nützliches drin. Das vielleicht Schränke? Großartig. Oder wieder Betäubungspfeile? Oder mal schauen, ja? Kann ja so einiges drin sein. Oder die restlichen Sachen zum Bauen von der Wasserleitung. Ja, natürlich super. Auch praktisch. Okay, wenn wir gleich da drüben sind, dann machen wir mal einen kurzen Cut. Jo. Das ist nämlich schon wieder... Ja, geh woanders lang, Audrey, ist kein Problem. Audrey bahnt sich schon ihren Weg. Ja, das stimmt. Okay. Ja, ich habe eben gerade schon Wasser genommen, aber wir kommen eh da gleich nochmal vorbei. Genau. So, da sind wir wieder an unserem Riesenhäuschen. So. Okay, Audrey. So. Okay, dann... gib mir erstmal das. Das. Das andere hole ich gleich. Ja. Beziehungsweise erst Cut. Bis gleich. Bis gleich.